Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile, die wir jetzt uns wieder anschauen. Diesmal die 10. Folge und auch hier machen wir weiter mit den ganzen Kuriositäten aus der Welt. Fangen wir an mit dem Bundesstaat Oklahoma in den USA. Da ist es verboten, sich selbst zu befriedigen, wenn man ein Pärchen beim Sex in einem Auto beobachtet. Gut, das klingt jetzt erstmal nicht so seltsam. Es Einzige, was so wirklich seltsam ist, dass das speziell quasi nochmal geregelt ist und das nicht, ich sage mal, unter Erregung öffentlichen Ärgernisses etc. von alleine läuft. Schon ein bisschen seltsam, dass das quasi ein extra Gesetz benötigt hat. Dann gehen wir nach Newcastle, im Bundesstaat Wyoming, der USA. Da ist der Geschlechtsverkehr in Kühlhäusern verboten. Was irgendwie nicht sehr verwunderlich ist, weil das ist ja allgemein keine gute Idee, wenn man gerne leben möchte. Auch hier fragt man sich wieder, wie ist dieses Gesetz jemals zustande gekommen? Und es kann ja nur so passiert sein, dass das tatsächlich mal jemand gemacht hat. Und ja, es ist die USA, höchstwahrscheinlich gab es dann zu einer Klage, es steht nirgendwo ein Kühlhaus dran, dass es gefährlich ist. Und ja, höchstwahrscheinlich gab es da eine Klage und diese Rechtsprechung ist dann erfolgt. Viele der Sachen, die wir finden, ist auch fraglich, ob die überhaupt so durchgesetzt werden, ob es diese Gesetze benötigt. Aber die meisten sind halt einfach noch wirklich so niedergeschrieben. In Vermont, also in dem Bundesstaat Vermont in den USA, dürfen verheiratete Frauen nur mit schriftlicher Erlaubnis ihres Mannes ein Gebiss tragen. Auch hier seltsam und auf jeden Fall natürlich nicht zeitgemäß. Warum nur die Frauen, warum nicht die Männer? Man weiß es nicht, man kann nur munkeln. Auf der Insel Sark, die liegt in Großbritannien, ist die Ehescheidung verboten. Also wer in Sark lebt, darf sich nicht trennen. Jetzt natürlich die Frage, wie ist das zu betrachten? Wenn man in Sarg geheiratet hat, darf man allgemein nicht mehr sich scheiden lassen, oder aber man darf sich nur nicht auf der Insel Sarg scheiden lassen. Ich vermute mal, das ist das zweite so von der Formulierung her, aber auch das ist eine etwas komische Sache, die ja heutzutage eigentlich nicht mehr so viel Sinn macht. In Cleveland, im Bundesstaat Ohio der USA, ist es Frauen verboten, Lackschuhe zu tragen. Das an sich jetzt quasi gar nicht so problematisch. Die Begründung ist eigentlich das besonders Kuriose. Der Gedanke dahinter ist nämlich, die sind ja glänzend und man könnte ja in diesem Glanz eine Reflexion sehen, dass man die Intimsphäre erblicken könnte, die sich darin widerspiegelt, wenn der Winkel gut steht. Das ist die Begründung, warum es das Gesetz gibt, weil ja, man muss ja quasi vor ungewollter sexuellen Anblicken schützen und man könnte in der Spiegelung das erkennen. Ich weiß nicht, wie gut sowas spiegelt, aber ich denke, auch hier benötigt man einen Haufen Fantasie, damit man da was erkennen kann. Im Bundesstaat Kalifornien in den USA ist es Frauen verboten, im Bademantel begleitet Auto zu fahren. Ja, höchstwahrscheinlich ist das mal passiert und der Bademantel ist weggerutscht und man hat sich gedacht, ja okay, dafür brauchen wir wohl extra ein Gesetz. Stellt sich natürlich auch wieder die Frage, warum ist das für Männer okay? Höchstwahrscheinlich, weil wenn der Bademantel obenrum aufgeht, nichts Intimes freigelegt wird. Ich kann es nicht genau sagen. Im Bundesstaat Utah in den USA sind Männer für Straftaten ihrer Frau haftbar, wenn die Männer beim Tatzeitpunkt zugegen sind. Das heißt, macht die Frau eine Straftat und man tut stillschweigend das Akzeptieren und es nicht verhindern, dann geht man dafür als Mann im Knast. Aber hier sieht man eigentlich auch wieder die Ungleichbehandlung. Ja, die Frauen werden so ein bisschen ja quasi hier rechtlich wie Eigentum dargestellt, für das der Mann halt haftet. Also auch das natürlich nicht mehr zeitgemäß. Im Bundesstaat Tennessee in den USA ist es Schülern verboten, mit ihrem Partner Händchen zu halten. Auch das eine komische Sache, war eine Zeit lang ja sehr groß und im Gang, dass gerade bei Schulausflügen die Schüler sich gegenseitig ein Händchen halten sollten, damit sie nicht verloren gehen oder wenn, dann halt ja komplett das Paar. Aber es ist halt verboten worden. In Deutschland hat jedes Bundesland ein Gesetz über Sonnenfeiertage. Und zwar sind die alle sehr christlich behaftet, denn in den meisten sind Sport- und Tanzveranstaltungen während der Zeit von Gottesdienst verboten, sowie an den sogenannten stillen Feiertagen. Das heißt, die Tage, die ein trauriges Ereignis bekunden, das ist zum Beispiel der Karfreitag und der Volkstrauertag, da sind offizielle Sport- und Tanzveranstaltungen verboten. Im Bundesstaat Victoria in Australien dürfen nur lizenzierte Elektriker eine Glühbirne wechseln. Also, wer in Australien ist, nicht selber machen, immer bitte schön den Elektriker rufen. Im Bundesstaat Minnesota in den USA
mussten 1997 alle Landmarken, die den Namen Squaw beinhalteten, umbenannt werden, da Studenten herausgefunden hatten, dass dies ein Ojibwa-Indianerwort für Vagina war. Und damit war es ja quasi, ich sag mal, anstößig. Und da ja keine anzüglichen Namen in solchen Bezeichnungen zulässig sind, mussten die alle umbenannt werden. Ich habe keine Ahnung, wie hoch dieser Aufwand war, da findet man nichts zu, aber es war wohl einiges an Arbeit zu tun. Im Bundesstaat Iowa in den USA darf für Konzerte eines einarmigen Pianisten kein Eintritt verlangt werden. Wenn man ein bisschen nachschaut, warum das so ist, ist erstmal sehr verwunderlich, stellt man fest, dass Iowa so ist ein bisschen mit, ja, ich sag mal, Zirkussen und Fahrstellern hat. Und es war wohl tatsächlich damals so gewesen, dass vor allem Einarmige auch in Zirkus aufgetreten sind und quasi das als Kunststücke fortgeführt haben. Und man dann gesagt hat, ja, das ist ja quasi Innenrahmen des Zirkus und damit kann man das nicht als Extraleistung abrechnen, es darf kein Eintritt verlangt werden. Auch das ist natürlich eine sehr weit hergeholte Argumentation. Im Bundesstaat New Hampshire in den USA darf in Cafés, Restaurants, Kneipen und alles, was so in diese Richtung geht, laufende Musik keine Aufmerksamkeit gewidmet werden, inklusive des Stampfens mit den Füßen oder des Nickens, des Kopfes im Takt und alles, was quasi eine offizielle Bekundung dazu wäre, dass man zuhört, ist verboten. Ich habe keine Ahnung, warum, ob das den Betrieb so sehr stört, ich weiß es nicht, es ist aber einfach verboten. Punkt. Im Bundesstaat Massachusetts in den USA ist Schnarchen nur dann erlaubt, wenn alle Fenster verschlossen sind. Wer so ein Schnarcher ist, Fenster zu. In Norfolk, im Bundesstaat Virginia der USA, steht das Bespucken von Seewölfen unter Strafe. Keine Ahnung, wer das gemacht hat. Er muss außerdem sehr geschickt sein, die zu treffen. Die sind ja auch sehr schnell. Man weiß es nicht. In Lang, im Bundesstaat Kansas der USA, ist es im August verboten, auf ein Maultier, das keinen Strohhut trägt, auf der Hauptstraße zu reiben. Also, wer das gerne im August möchte, bitte daran denken, sein Maultier einen Strohhut aufzusetzen. In Ontario, im Bundesstaat Kalifornien der USA, ist Tehen das Krähen innerhalb der Stadtgrenzen verboten. Grund ist, es ist zu laut gewesen, es hat die Leute gestört, also hat man es verboten. Wie auch immer man sich daran halten möchte, ist die Frage. Höchstwahrscheinlich ist das Beste, quasi innerhalb der Stadt einfach keine Hähne zu halten. Im Bundesstaat Alabama in den USA ist es sonntags verboten, Domino zu spielen. Hat damit zu tun, dass man Domino zu teilweise als Glücksspiel eingestuft hat. Und ja, dadurch, dass man das natürlich gemacht hat und Sonntag ja auch dort so ein bisschen heiliger Tag ist, hat man gesagt, das verbietet man lieber. Im Bundesstaat Nebraska in den USA ist der Ausschank von Bier in Bars nur dann erlaubt, wenn dazu eine Suppe gekocht wird. Ganz obskur. Wer weiß, wie viele Leute Bier und Suppe zusammen bestellen, aber offenbar wollte jemand, dass das ein Gesetz wird und ja, so ist es dann auch gekommen. Laut hessischem Landesrecht, also hier in Deutschland, na, ist das Todesurteil für Verbrecher immer noch erlaubt. In Hessen darf man Verbrecher unter Todesstrafe stellen. Naja, rein theoretisch. Die Verstreckung kann niemals durchgeführt werden, weil bei uns ist es ja so, oder allgemein ist es ja so, Bundesrecht schlägt Landesrecht und unser Bundesrecht, das BGB und so weiter, verbietet natürlich die Todesstrafe. Und damit kann es trotz allem, dass es im Landesrecht noch ist, nicht durchgeführt werden. Es sei denn, Deutschland spielt sich irgendwann mal wieder in Bundesländer, Fürstentümer oder was auch immer auf und hat jedes seine eigene Rechtsprechung. Und dann wird es höchstwahrscheinlich, wenn es nicht ändert, automatisch sofort wieder in Kraft treten. In Frankfurt, ja, heißt wirklich so, im Bundesstaat Kentucky der USA ist es verboten, einem Polizisten die Krawatte abzuschießen. Also abschneiden ist okay, aber nee, das wird auch gegen andere Gesetze verstoßen, aber man hat explizit für das Abschießen von Krawatten bei Polizisten ein Gesetz rausgehauen. Das muss also mehr als einmal passiert sein. Keine Ahnung. Nun, ich halte das auch für sehr, sehr schwer, nur die Krawatte zu treffen und nicht den guten Mann oder die Frau heutzutage. Keine Ahnung, also absolut skurril. In Kalifornien sind seit 1980 Badeanstalten, da zählen auch Dampfbäder und Freibäder und alle Wellnessbäder und so weiter, das zählt alles darunter, auch Saunen, die sind einfach alle komplett verboten. Warum? Unbekannt. Könnte sein, dass es wie bei den anderen Sachen war,
dass man hat ja zu dieser Zeit ungefähr in den USA geglaubt, dass AIDS sich auch über Wasser verbreiten könnte ganz gut. Und um das zu verhindern, gab es ja viele, viele Regelungen. Und das hier könnte eine nachläufige davon sein. Im Bundesstaat Illinois in den USA darf eine Stadtgrenze nur dann mit dem Auto überquert werden, wenn zuvor die Polizei informiert wurde. Fährt man also von Stadt zu Stadt und dieses Gesetz würde noch vollzogen werden, wird es höchstwahrscheinlich nicht, weil es ist mega unpraktisch, müsste jeder Autofahrer, immer wenn er eine Stadtgrenze überquert, die Polizei anrufen. Man stellt sich mal den Verwaltungsapparat und den Aufwand vor. Ich glaube, kein Polizist der Welt würde das gerne freiwillig mitmachen. In Pennsylvania gab es mal einen Gesetzentwurf, der vorsah, dass ein Autofahrer, sobald er eine Gruppe von Pferden erblickte, an den Straßenrand zu fahren hat, das Auto mit einer farblich zur Landschaft harmonisierenden Decke abdecken sollte und warten musste, bis die Pferde vorbei waren. Also, das wurde nie verabschiedet. Das kam von so einer verrückten Gesellschaft, die Pferde schützen wollte, aber eigentlich war das so eigentlich der offizielle Grund. Der richtige Grund war eigentlich, sie mochten keine Autos und wollten eigentlich die Autos so gut es geht boykottieren und haben sich eine Handvoll verrückter Gesetze einfallen lassen, aber soweit ich weiß, nicht eins davon durchgekommen, aber das hier ist eines davon. Im Bundesstaat Alabama in den USA dürfen Autofahrer während der Fahrt keine Augenbinde tragen. Ich bin hoffentlich nicht der Einzige, der sich in dem Moment gefragt hat, benötigt man dafür ein einzelnes Gesetz, ein wirklich niedergeschriebenes Gesetz, das das verbietet? Gebietet das nicht der gesunde Menschenverstand? Und die Antwort lautet offenbar nein, sonst gäbe es das Gesetz nicht, ne? In Austin, im Bundesstaat Texas der USA, ist es Cheerleadern verboten, aufreizend Hände aufzuführen. Da ist natürlich dann die Frage, was ist aufreizend, wie wird das beurteilt, gibt es da Grenzkriterien, was ist erlaubt, was ist verboten. Aber ja, man meint, es lenkt wohl zu sehr ab und man hat auch gedacht, okay, das kommt schon quasi nah an Prostitution ran und deswegen hat man es tatsächlich verboten. Im Bundesstaat Wisconsin in den USA dürfen Kondome wegen etwaigen Obszönität nur unterhalb der Ladentheke verkauft werden, weil, wenn man ein Kondom sieht, assoziiert man es mit Sex. Sex ist böse, in Anführungszeichen sage ich mal, hier aus der rechtlichen Sicht. Also müssen wir das quasi verbieten, dass die gesehen werden. Im Bundesstaat North Carolina in den USA gilt es bereits als Heirat, wenn sich ein Mann und eine Frau in ein Hotel als Ehepaar ausgeben. Wer es alles macht, hat natürlich keine Hochzeitsurkunde, aber offiziell den Ehepartnerstatus, den auch so schnell nicht wieder los wird. Im Bundesstaat Washington in den USA ist der Sex mit einer biologischen Jungfrau verboten. Tja, da fragt man sich, sollen die Damen ewig Jungfrau bleiben? Oder was hat man sich dabei gedacht? Weil, naja, es gibt ja nicht so was wie eine Übergangsphase. Man ist entweder Jungfrau oder man ist keine. Und wenn man eine ist, kann man nach dem Gesetz mindestens das niemals verlieren. Schwer natürlich auch der Nachweis, muss man sagen, ne? Gut, als letztes. Im Bundesstaat Virginia in den USA werden Eltern mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft, wenn sie ihr Kind, das älter als 3 Jahre ist, in ihrem Bett schlafen lassen. Kommt also der kleine, verängstigte, ich denke mir jetzt den Namen aus, Tim, der 4 Jahre alt ist, ins Bett gekommen, weil es draußen gewittert und er einen schlimmen Albtraum hatte und sagt, Mami, Papi, ich möchte bitte in eurem Bett schlafen, ich habe so Angst. Dann müssen sie sagen, nein, Tim, leg dich auf den Boden oder geh in dein Zimmer. Aber nicht ins Bett, mein Junge. Ja, und das ist das Letzte unserer heutigen obskuren Gesetze. Ich hoffe, es war für euch mal wieder was zum Schmunzeln dabei. Würde mich natürlich über einen Daumen hoch und einen Like freuen. Und gerne dürft ihr den Kanal natürlich abonnieren, dann kriegt ihr weitere so tolle Videos. Und ich sage einfach mal, wir hören uns dann bis zum nächsten Mal, ne? Viel Spaß noch. Tschüss.